So, Qualitätsunterhaltung, meine Damen und Herren. Das gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Ich weiß, das habt ihr euch... Seit wann mache ich den Scheiß? 13 Jahre? Das habt ihr euch seit 20 Jahren gewünscht. Und heute machen wir's. Du bist bereit? Nee, aber bleibt mir nichts übrig. Doch, sehr. Du musst das beantworten. Ich habe keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen beim schnellen gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Ich bin Ihr Moderator und werde Sie in den kommenden Minuten begleiten. Ihre Aufgabe ist es, mindestens eine Frage aus allen sieben Kategorien richtig zu beantworten. Ist der Farbfelder voll, dürfen Sie sich eine Masterfrage wählen. Was ist das? Triple Pursuit oder was? Wer diese Physik entscheidet, hat das Spiel gewonnen. Wählen Sie nun die Spieleranzahl aus. Zwei Spieler können nur mit dem Linkkabel möglich sein. Hast du das Linkkabel bereit? Ja, klar, habe ich. Machen wir einen Spieler. Ich glaub's nicht gerade ran. So, das ist der Alpha. Komm, ja. Komm, wir machen es mal so wie die meisten Zuschauer. Putz meinen Namen aus. Null Probleme. Du hast es verstanden. So. Null Probleme. So. Stop. Was steht da? Was irgendwas ich? Und Schicksal. Was soll denn das? Was ist das denn für eine Schriftart? Als Flohspierer noch als Prinzessin zur Schickimicki-Gesellschaft. Genau, als Flohspierer noch zu... Pass auf, du kannst dich voll konzentrieren. Ich mach den Top-Erzähler. Als Flohspierer noch als Prinzessin zur Schickimicki-Gesellschaft gehörte, hasste sie Fotografen. Und jetzt... Meinst du Schweremut? Oder Schwermut? Schwermut und Schicksal? So, weiter mit dem A-Knopf. Ich drück den übrigens gerade. So. Ist sie selbst Pressefotografin für City Lights? Liebt sie einen Fotografen? Kann sie Fotografen immer noch nicht ausstehen? Die Zeit... Achso. Stimmt. Es ist ja... Du hast ja nur 10 Sekunden. Okay, das müssen wir anders machen. Aber Papa kann ja Bescheid... ich habe ja eine Idee. Frech und fatal! Nee, genau, ich spreche das wie Skeletor, da ist das besser. Das passt besser. Von wem wurde Jan Wittenberg in Flohspierers Wohnung niedergeschlagen? So, ich pausiere. Ich nehme mal den Leon. Von Chris Bohlstedt, von Leon Moreno, von Kai Scholl. Leon Mascher. Leider nicht. Leider nicht. Verdammt, das war bestimmt der Kai. Meinst du, und Kai macht das immer, ne? Liebe und, das wird wahrscheinlich Leidenschaft bedeuten. Genau, da bin ich Experte. Wofür verplante Nathalie Jäger, die haben ja auch in der Serie immer solche geilen Namen, Nathalie Jäger das Preisgeld vom Tango, falls sie und Ricky das Tanzturnier tatsächlich gewinnen sollten. Wer kann sich nicht an diesen epischen Moment erinnern? Ist das unglaublich. Sie wollte sich damit ein Flugticket kaufen, um ihren Verehrer Antonio zu besuchen. Sie wollte sich damit ein Auto kaufen. Sie wollte damit zusammen mit Ricky verreisen. Ja, verreisen? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Nein! Nein! Realität und Rolle! Oh geil. Welcher GSZ-Schauspieler wurde am 21. März 1970 in Dortmund geboren? Hat man dann Dortmunder Schauspieler? Ich hab keine Ahnung. Die müssen es wissen. Ralf Benson, Raphael Schneider, Hans Christiani. Nimm mal Christiani, komm. Wir versuchen es. Leider nein! Scheiße! Also dir ist klar, du hättest bei Günther ja auch noch nicht mal 50 Euro gekriegt, ne? Emotion und Eifersucht! Mein Gott, ich hab doch GZS durchgespielt. Wer verbrachte nach einer Halloween-Party die Nacht miteinander?
Ich hoffe aber erst, ne? Erst geheiratet, bitte, ne? Wir haben hier noch Verantwortung. Komm, da muss ich jetzt punkten, komm. Silke Balzer und Nico A. Weimershaus, das sind Namen. Ricky Marquardt und Cora Hinze oder die Schlampe. Fabian Moreno und Cora Hinze. Also Cora Hinze hast du dementsprechend schon mindestens zweimal. Ich nehme Fabian und Cora. Guter Versuch, ist das, war das richtig? Ja, es war richtig. Das irgendwie war es klar. Realität und Rolle. Karl Ransayer ist tot. Der schlechteste Schauspieler. So. Ja, Casting wahrscheinlich, aber das darf ich noch nicht wissen oder was. Wie nennt man das Vorstellungsgespräch, bei dem man sich für eine Rolle bei GZSZ bewerben kann? Meeting, Präsentation oder Casting? Ich möchte lösen. Casting. Ja. Wenn wir das nicht wissen, wer denn dann? Präsentation. Weil wir sind ja auch von YouTube damals gecastet worden und wir sind durchgefallen und deswegen machen wir das heute. Genau. Frech und fatal. Welche Konsequenzen zog Joe Garner? Das ist doch der Böse, ne? Genau. Das der, weiß selbst ich. Das ich auch. Und der ist mittlerweile jetzt in Rente, glaube ich. Welche Konsequenzen zog Joe Garner, nachdem Peter Becker ihn niedergeschlagen hat? Hat ihn bestimmt verklagt oder so. Joe, boah, traue ich zu, dass er ihn sogar gekillt hat. Er trainierte Selbstverteidigung in der Karateschule. Er zeigte Peter Becker bei der Polizei wegen Körperverletzung an. Das hört sich, glaube ich, sehr passend an. Er engagierte einen Bodyguard. Ich würde jetzt auch sagen, R2. Das war nicht richtig. Kann ja nur Bodyguard sein, Bodyguard. Nee, der hat auf einmal Karate trainiert und ist über 9000 gegangen. Joe Garner, du. Realität und Rolle. Welche MTV-Moderatorin spielte bei GZSZ mit? Oh. Gut, wahrscheinlich wissen wir das nicht, aber vielleicht können wir das irgendwie mit MTV knacken. Und nein, es ist weit vor der Zeit, bevor es die Raketenbohnen gab. Nadini Mitra, Christiane Backer, Heike Makatsch. Heike Makatsch war doch eher Viva, beziehungsweise Bravo TV, ne? Ja, Backer war auf jeden Fall MTV. Aber diese Nandini sagt mir jetzt gar nichts. Mir auch nicht. Boah. Also ich würde jetzt sagen, mach mal Nandini, komm, das klingt auch so irgendwie so typisch MTV-like. Richtig! Richtig! Guter Mann! Guck mal. Guter Mann! Guck mal. Liebe und Leidenschaft, ich freue mich. Ja, klar, geht bei mir gut. Wer lud Flo Spierer, den haben wir öfter, und Andy Lehmann nach Südafrika ein? Ja, null Ahnung. Flo's Bruder, Flo's Tante Henriette, Just Friends. Hä? Ist das eine Band? Ist das? Ich weiß, ihr da draußen, ihr seid doch genau die Zielgruppe für gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, wird jetzt einfach so. Warte mal. Nehmen wir die Tante Henriette, ist doch eh falsch, aber nehmen wir die einfach. Okay, Nandini hat 1992 die MTV Europe Music Awards gemacht. Okay, gut. Aber ich kann die trotzdem nicht mehr irgendwie zuordnen. Egal, wen willst du? Ich nehme mal die Tante. Klingt bescheuert. Eine vorbildliche Antwort, das war richtig! Ach, gucke mal. Es war wieder so blöd für unter uns. Ach, unter uns geht der Emotionen und Eifersucht. Warum sträubte sich das Jugendamt gegen Fabian Morenos Vorhaben, Marie Balzer zu adoptieren? Weil er noch 14 war. So. Das würde auch sehr passen. Oh Gott. Frau Manewald entdeckte ein altes Foto von Fabian Moreno und Philipp Krüger als Liebespaar. Frau Manewald befand seinen Wohnwagen nicht als geeigneten Wohnsitz für Marie Balzer. Fabian Moreno erschien dem Jugendamt als Geschäftsführer einer Bar als ungeeignet. Wahrscheinlich das Letzte. Ich denke auch das Letzte. Völlig daneben. Oh. Ja,
auch in gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Jugendamt ein wenig anders. Deswegen Realität und Rolle. Welche Schauspielerin spielt die Rolle von Elisabeth Meinhardt? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Könntest schnell googeln. Aber Nina Bott war doch... Nina Bott sagt mir was. Die war auf jeden Fall bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ne? Glaube ich. Sagt mir was. Weil ich hatte eine Freundin, die hieß auch mit Nachnamen Bott und sie hat mir das sogar damals noch erzählt. Deswegen, ich denke, also möchtest Nina du Bott. Nicht Mona Clara, nicht Lisa Ricken, du möchtest Nina Bott. Ja, ich möchte Frau Bott. Nein, aber die war doch mal in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, oder nicht? Sagt mir was, ja klar. Weil die ist ja dann noch, die ist ja dann ins echte Fach gewendet und das war ja dann nicht so erfolgreich und dann ist sie irgendwie zurückgekommen oder so eine Scheiße. Also, ich weiß zwar nicht, wie die aussieht, aber auf jeden Fall sagt mir das was. Doch, also die kann ich, die würde ich noch wiedererkennen, ja. Realität und Rolle, welche Rolle spielte Timo Hoffmann? Ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht. Pascal Morgenstern, Kai Scholl, Heiko Richter. Heiko Richter gab's doch in der Serie, ne? Heiko Richter? Boah, wahrscheinlich gab's ja alle drei in der Serie, aber... Warte mal. Also. Wenn du Timo Hoffmann wärst. Also, Timo Hoffmann. Jetzt guckst du kurz. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Guck ich jetzt echt, wer das jetzt ist, ohne Witz. Guck grad jetzt, ich habe jetzt gedacht, das ist der eine Typ, der im Kanu gefahren ist und dann gestorben ist. Diese Szene ist mir klatschen geblieben. Es gibt einen Typen, der ist irgendwie Kanu gefahren in irgendeinem Fluss und war weg. So, aber dann ist er gefahren, so, sagen, im Kai Kanu schon. Und segelt da davor. Achso, ich höre dir zu. Ich würde sagen die Mitte. Also Kai Scholl. Ja. Ein Fasstreffer. Das war übrigens nicht, Achtung, um schlechte Witze zu machen. Das ist nicht die Sophie Scholl, das ist Kai Scholl. Realität und Rolle. Ich weiß übrigens, dass diese Stimme den Leuten völlig auf den Sack geht, deswegen mache ich das. Welche Rolle spielte Alexander Kirsch? Den ich auch nicht kenne, wenn ich ganz ehrlich bin. Patrick Graf, Leon Moreno, Charlie Fierig. Also Leon Moreno haben wir jetzt gelernt, den gab es ja tatsächlich. So war sein Name, Andreas Elsholz. So. Ja, den kenne ich auch noch. Der ist in eine Rolle Kanu gefahren und ist gestorben. Ja, aber den suchen wir ja nicht. Nee, aber er ist Heiko Richter, aber jetzt weiß ich wenigstens... Der war Heiko Richter. Okay, also eine der wichtigen Rollen. Ja, also, warte. Weil, wer hatte nicht, also ich weiß, vor allem von meinem Chat weiß ich, ihr hattet den alle als Bravo-Starschnitt. Ich kenne euch. Ich würde jetzt sagen, komm, nehmen wir mal Patrick Graf. Richtig! Ich habe die Frage vergessen, aber scheiße, ja. wer den gespielt hat, ist auch vollkommen Latte. Schon wieder. Realität und Rolle? In welcher Stadt wurde Lorent Daniels geboren? Wir gucken mal. In Hamburg, in Mainz, in Köln. Woher soll man das wissen? Also. Sorry, ich muss gerade lachen. Kieran schreibt wie eine Dumpfbacke. Ja? Und ich habe heute noch auf TikTok gesehen, wie Kelly anscheinend, muss ich kurz erzählen, wie Kelly... Irgendwo bei der Anmeldung war, wo da stand irgendwie K bis was weiß ich und A bis was weiß ich. So, und dann sie so, ihr Name? Kelly. Oh, dann müsst ihr bitte auf der anderen Seite. Okay, geht sie auf der anderen Seite? Name? Bundy. Oh, dann müssen sie auf der anderen Seite. Jetzt mal geht's so weiter. Dumpfbacke. Ja, mach Hamburg. Hamburg klingt gut. Mach Hamburg? Hamburg. Hamburg? Hamburg. Hamburg? Nein! Das ist Mainz. Falsch! Bestimmt Mainz. Kann mir nicht Köln vorstellen. Obwohl, die meisten kommen doch aus Köln, oder? Emotion und Eifersucht. Es geht spannend weiter. Also überwiegend in Berlin. Unter uns sollte ursprünglich auch in Berlin laufen. So, jetzt wieder für dich. Wer fing den Brautstrauß auf Philipp Krügers und Simon Nilssons Hochzeit?
Wer kennt nicht die besondere, die beliebte Szene? Die Barbara Graf, Cora Hinze, Natalie Jäger. Ich meine, Cora Hinze schien es jetzt gegeben zu haben. Ja, Natalie Jäger sagt mir nichts. Ich kenne nur einen Rolf Jäger, aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Serie unter uns. Ja, aber vielleicht hat er ja migriert. Vielleicht hat er rüber gemacht. Die Cora hat doch geheiratet, ne? Wie es scheint bei der letzten Frage. Ich würde sagen, Cora Hinze. Ja, vor allem, die war auch nicht so wählerisch, wie wir gelernt haben. Richtig! Ja. Gucke mal. Wir kennen bald den ganzen Cast. Wir brauchen das nur 8 Stunden spielen. Hör mal, das ist ja wie eine Minute, hier diese eine Minute One Piece Folgen da von Ruffy. Guck mal. Brauche ich nicht gucken. Emotionen und Eifersucht. Wie hießen die Bandmitglieder der Gruppe? Chuck. Von welchem Jahr ist das Game, würde mich interessieren. Musst du mal googeln, aber ich denke so irgendwie Anfang der 2000er. Also wo das mit Sicherheit noch voll in war. Ja, Game Boy Color, ja, Anfang 2000er, ja. Du kannst wählen zwischen Charlie, Andy, Kim, Charlie, Anna, Kim, Charlie, Anna, Kai. Ich kann dir sagen, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der dritte mit Kai. Mai 2000, guck mal. Nein. Das ist ja schon 8 Jahre. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig, das war falsch. Dann auf jeden Fall. Du verärgerst deine Zielgruppe. Guck mal, lief da schon 8 Jahre Minimum oder so. Ich weiß nicht, wann unter uns, ich meine, ich bleib da immer klatschen, GZSZ angefangen hat. Welche Lange. Schauspieler denn ist seit der ersten Folge von GZ bis einschließlich 1990 dabei? Schauspielerin? Mein Gott, würde ich den Herrn Gerner sagen, weil der ist ja, glaube ich, auch. Also, komm, ich mache das nochmal extra für dich. Realitätenrolle. Welche Schauspielerin ist seit der ersten Folge von GZSZ bis einschließlich 1999 dabei? Sollen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Prominenten haben? Angela Neumann, Rolle. Vera Richter. Ria Harder, Rolle. Flo Spira. Lisa Ricken, Rolle. Elisabeth Meinhardt. Wir wissen, ohne Scheiß, bald kennen wir echt den ganzen Cast. Also, falls dann irgendeiner, jetzt Achtung, Aufgabe für den Chat, und ich weiß, wir haben ja kreative Leute, wir haben auch Leute, die noch wahnsinniger sind als wir beide zusammen. Falls ihr da draußen, und ich weiß, ihr seid fasziniert von solchen Themen, falls wir hier als Community, wir als Einheit, wir als Nation, als Gaming-Konnoisseure, wenn wir dann dementsprechend das hinkriegen, wir machen daraus ein Rollenspiel. So. Das GZSZ-Rollenspiel. Und, hör mal. So, jetzt, Boah, also ich schätze. Also ich muss zugeben, ich kenne die Schauspielerinnen nicht. Ja, was gut, die Sache also nicht dachte, vereinfacht, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie, was weiß ich, irgendein Name, den du kennst und sagst, ja gut, klar, die. Also, ich muss gestehen, du kennst genauso wie ich die Figuren, wenn du die siehst. Weil kamst du damals ja nicht drum herum, Ausschnitte zu sehen oder wie auch immer. Damals hat man ja auch normal RTL konsumieren können. Mir fällt ein Paar ein. Da war eine Blondhaarige mit dabei. Ich glaube, die liefen auch bis, was weiß ich, wie lange. Ich würde aber sagen, so typisch deutscher Name. Ich klatsche gerade bei Vera Richter und Elisabeth Meinhardt. Ich würde jetzt sagen, einfach komm, Elisabeth. Komm, mach mal Lisbeth. Das ist richtig! Ah, guck mal. So, es geht spannend weiter. Realität und Rolle! In welcher Folge spielte der Ministerpräsident von Brandenburg, Dr. Manfred Stolpe, als Gast bei GZSZ mit? Ja, vor allen Dingen in welcher Folge? Es gab ja so wenige. Vor allem weiß ich gar nicht, welcher Ministerpräsident das ist. Den gibt's leider heute nicht mehr. Aber den würdest du auch wiedererkennen, wenn du ihn auf dem Bild sehen würdest. Ich muss mal gucken. Manfred Stolpe. Stolpe. Okay, das könnte man vielleicht hinkriegen. In der 500. Folge, der 1000. Folge, der ersten Folge. Ich würde jetzt auf die 1000 gehen. Also erste so glaube ich sah nicht. Er aus, ja. Wann ist der denn gestorben? Der ist relativ, also für seine Verhältnisse relativ früh gestorben. Also der hat nicht viel. Jahrgang 36, der ist am 29. Dezember 2019 verstorben. Mhm.
So, das war jetzt, wir sind ja jetzt, warte mal, wann hat GZSZ angefangen? Anfang der 90er. Ja, aber Das der wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass er tausendste Folge. in der ersten Folge, in der tausendsten, genau, dann macht das Sinn. Tausendste, weil. Diese Kategorie gehört uns! Ist das gut? Ja. Ja, ich sag einfach ja. Schwere Mut und Schicksal! Ich habe wahrscheinlich am Ende des Abends keine Stimme mehr, aber ihr habt was zu lachen. Wo traf Natalie Jäger zum ersten Mal auf Oberschwester Silke Balzer? Im Krankenhaus. Ist das so bekloppt? Halt Im nicht für voll. Krankenhaus? In Daniels Mar im Fasan? Also Möchtest du das Krankenhaus? Weißt du, was das Blöde bei solchen Soaps ist? Es kann beides zutreffen. Nein, Nämlich echt? Krankenhaus? Ja, der Fasan will wahrscheinlich ein Restaurant sein, eine Bar oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich würde sogar fast sagen, in Daniels Bar. In Daniels Bar, komm. In der Tat! Ja, siehst du? Siehst du? Soap durchgespielt, Bruder. Wir Unter Hut geguckt haben es jahrelang. einfach drauf. Emotion und Eifersucht. Wie hieß das Heimatland von Mascha Marx, okay, in der sie nach einer kurzen Affäre mit Heiko Richter zurückkehrte? Heißt ja der Andreas Elsholz. Ukraine, Finnland, Russland. Ich würde eher denken, Ukraine. Komm. Das war nicht richtig. Schade. Emotionen einfach. Boah, das wird jetzt unsere Kategorie. Welches Angebot machte Sonja Wiebe der blinden Charlotte Bohlstedt, als Okay. sie sich beiden kennenlernten? Sorry, ich habe das mit Absicht gesagt, weil ich wusste, ich würde irgendjemanden triggern. Und ich habe jemanden getriggert mit Ukraine. Der So, Heiratsschein, jetzt geht's los. okay. Sonja Wiebe bot ihr an, ihr das Geld für eine Operation in Moskau zu leihen. Sonja Wiebe bot ihr einen Job im Reitstall an. Sonja Wiebe lud Charlotte Bohlstedt auf eine Reise nach Moskau ein. Oh, Junge, geht mir das schon wieder am Sack. Moskau, Moskau, la 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 la. Nee, nehmen wir mit dem Reitstall. Hey, Retro Game, Leute, ich hab noch was für dich. China und Chemie. So, war übrigens falsch. Es war nicht der Reitstall. Das war noch die Zeit, wo man nach Moskau reisen durfte. Realität und Rolle. Grüße an die Schattennase. Der schreit gerade um. Oh, geil. Wer sammelt alles von der TV-Serie Star Trek? Fragen, die ich. Oh, Meinst du Arne Elsholz? Ohne Witz, du wirst jetzt lachen. Ich habe irgendeine Clip mal auf YouTube gesehen. Da haben die sich echt über Star Wars Episode 1 unterhalten. Okay. So, dann hast du die Wahl zwischen Patrick Harzing, Wolfgang Barrow, Ralf Benson. Von Ralf Ich würde Benson sagen. habe ich schon mal irgendwie gehört, aber Keine Ahnung. nicht. Ja, ich würde einfach Patrick sagen. Ich weiß es nicht. Nein! Schade. Hätte ich jetzt gerne gewusst, wer das jetzt gewesen wäre. Emotionen und Eifersucht, das lässt uns nicht los, glaube ich. Nee, irgendwie. Weiß das Ding, dass ich geschieden bin oder so? Das ist so ein schönes Thema. Woran starb Silke Balsa? Sie starb nach einem Gerangel mit David an schweren Hirnverletzungen. Nein, das ist zu langweilig. Sie starb nach langem Leiden an Brustkrebs. Das ist eigentlich sehr soap, weil sie sich nicht operieren ließ. Sie wurde beim Banküberfall als Geisel genommen und erschossen. Das ist auch geil. Das wäre auch so typisch. So halt das normale Leben. Ich würde sagen, mit dem Gerangel. Mit dem Gerangel, mit dem Banküberfall, entschuldige. Nein! Ja, schade. Emotion und Eifersucht. Das kriegen wir nur noch, oder was? Mit wem hat Philipp Krüger Fabian Moreno in London betrogen? Franz Klaus Hans. Franz, Klaus oder der Hans? Oder vielleicht war es der Hans, Klaus oder der Franz?
Bin massiv verwirrt gerade. Ich würde sagen Hans. Obwohl der Franz, der kann es ja sonst, aber. Meinst du Hans? Hans. Hans, komm. Boah, ich bin komplett verwirrt. Komm, nehmen wir Hans. Nein. Aber Hansi Beimer, das kann wirklich der Gag sein. Klaus Beimer, Hans Beimer. Dass er wahrscheinlich deswegen Franz war. Siehste, Lindenstraßenreferenzen. Da sind wir jetzt. So, das weißt du. Wo wird GZSZ gedreht? Berlin. Potsdam. Oh, jetzt wollen wir es ganz genau. Potsdam, Babelsberg. Berlin, Kreuzberg, Köln, Kalk. Babelsberg, ne? Berlin. Berlin, Kreuzberg? Das ist ein... Also, es hieß damals bei Unter uns, die sollten auch in Berlin drehen, aber die haben sich dann für Köln entschieden. Ja, aber in Babelsberg ist doch das Filmstudio, nicht im Kreuzberg. Dann weiß ich, nimm Potsdam. Ich weiß, in Berlin soll das abdrehen. Keine Ahnung. Richtig. Richtig. Hör mal. In Potsdam. Ich kenne das gar nicht. Ich dachte immer, in Berlin. Geht's doch die Babelsberg-Studios oder nicht? Nee. Oh, jetzt haben wir was Neues. Hobby und Handwerk. Oh, wo arbeitet Jan Wittenberg? Ich bin ja, gespannt. Ja, klar, das weiß ich. Jan Wittenberg. Im Jeremias Krankenhaus bei City Lights in Daniels Bar. Typisch wäre jetzt in Daniels Bar. Komm, dann machen wir das auch. Nein! Ach, leck mich doch. Komm, wieder Emotionen hier bitte. Ja, bitte, genau. Reite noch weiter rum, dass ich geschieden bin. Emotion und Eifersucht. Fast dasselbe Thema. So, wer nahm Natalie Jäger bei sich auf, als sie nach der endgültigen Trennung von Ricky Marquardt aus der WG auszog? Keine Ahnung, vielleicht der Ricky aus dem... Andi Lehmann, A.R. Daniel und Elisabeth Meinhardt, Cora Hinze. Ich glaube, das könnte gut Daniel Elisabeth sein. Vollkommen richtig! Das war so typisch. Also, ja, das war so typisch. Emotion und Eifersucht. Was sonst? Ja, Junge, ich gehe kaputt. Wie heißt der Arzt, der Kalja oder Katja, genau, Katja, Katja Wettstein den Hof gemacht hat? Dr. Stefan Frank. Fast. Dr. Scheele, Professor Neuhaus oder Professor Meissner? Scheiße. War der Meissner nicht das mit dem Glücksrad? Oh. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Professor ist, anstatt nur ein Doktor. Nein, also hör mal, das ist hier eine Fernsehserie. Nimm mal den Neuhaus, komm. Richtig! Siehste. Emotion und Eifersucht. Die verarschen uns doch. Die haben nichts anderes mehr. Wer fand den Liebesbrief, den Marie Balzer an Kai Scholl geschrieben hatte? Und las ihn laut mehreren Mitschülern vor, um Marie bloßzustellen? Ich. Das ist geil. Sonja, Inka oder Sandra? Und immer Inka. Genau! Krass! Meine Mutter heißt Inka, ich wusste es. Deswegen nochmal für dich Emotion und Eifersucht. Ach, leck mich doch, wirklich ganz ehrlich, ich geh nach Hause. Woran starb Silke Balzer? Ja, also nicht der Überfall, das wissen wir. Ja. Ja, komm, nehmen wir den Brustkrebs, komm. Das ist ja die gleiche Frage, die hatten wir ja schon. Ja. Also die wiederholen die Fragen, wir sind bald durch. Auch nicht. Also die Hirnblutung. Okay, gut. Oh, wie langweilig, Kinders. Könnte ich die Frage nochmal... Oh, jetzt wird's rein. Trick oder Trug? Hat man auch gar nicht. Nee. Durch welche drei Tötungsversuche wurde versucht, Joe Garner umzubringen? Ich glaube wahrscheinlich mit allen. Ich glaube, der ist wie bei Simpson. Bei ihm wurde alles schon gemacht. Ertränken, Köpfe erschießen. Stromschlangen in der Badewanne. Dynamit erschießen. Erschlagen, erwürgen, überfahren. Ich glaube, das dritte ist wahrscheinlicher. Ja, ich glaube, das dritte ist wahrscheinlicher. Obwohl die anderen... Nein! Ist nicht! Ja, damit Dynamit. So, endlich wieder für dich eine Kategorie.
Für wen hat Joe Gardner sein Knochenmark gespendet? Wieder hat man was Gutes getan? Das wüsste ich. Barbara Graf, Vanessa Moreno, Patrick Graf. Aber doch bestimmt nur, um denjenigen dann auch wieder zu erpressen. Ich würde sagen Patrick dann. Nein! Also doch irgendwie mädchenhaft wegen Tochter oder so ein Scheiß. So, da ist sie wieder, deine Kategorie. Ja, hab ich ja so selten. Wir haben doch eigentlich den Fragenstapel schon durch. Wer kämpft denn neben Katja Wettstein um Leo Morenos Liebe? Ich glaube, das hatten wir doch auch schon. Cora Hinze, Sonja Wiebe. Wer ist denn Perdita? Nee, hatten wir noch nicht die Frage. Ja, hatten wir gar nicht. Typisch wäre jetzt die Cora. Dann nehmen wir Cora. Aber ich denke mal wirklich... Ein Fasstreffer. Nein, natürlich nicht. Nee, ich... Wahrscheinlich eher Perdita. So, komm, nochmal wieder hier. Danke. Womit konnte Felix Reinecke Vanessa Moreno erfolgreich erpressen? Das ist doch mal eine Frage. Da fühlt man sich doch gleich zu Hause. Mit einem Tonbandmitschnitt einer Liebesnacht aus alten Zeiten? Mit Nacktfotos von Felix und Vanessa? Mit einem Video, das er gefilmt hatte, als er und Vanessa noch ein Liebespaar waren? Eigentlich, so wie die Serie aufgebaut ist, alles drei, aber... Ich würde sagen, mit Nacktfotos. Nein! Auch nicht. Schade. So, kommen wieder Emotionen. Bei den anderen ist die Frage ausgegangen. Warum beendete Philipp Krüger seine homosexuelle Scheinbeziehung... Auch geil. Seine homosexuelle Scheinbeziehung mit Kai. Homosexuell? Ja. Also tat er so, dass er homo ist? Richtig. Das hätte ich jetzt gerne in der Folge gesehen, warum. Ja, das wirst umgekehrt, du... Vielleicht werden wir das bei den weiteren Fragen noch erfahren. Weil er sich in Fabian Moreno verliebt hat, weil er mit Kai Scholl ständig Streit hat, weil er sich in Simon Nilsson verliebt hat. Deswegen hat er das... Nimm mal den Simon. Irgendwie klingt das so typisch. Hat er! Ja. Nilsson, weißt du, wo kommt der Name Urs? Weißt du, Herr Schweden, sowas in der Ecke? Ja, ja. Ja, war wieder klar, so Ausland. Meinst du, die nehmen uns die Männer weg, oder was? Worüber ärgerte sich Nico A. Weimershaus, als sein Artikel in der Fachzeitschrift Chemie Aktuell, ein tolles Blatt übrigens, veröffentlicht worden war? Er wurde falsch interpretiert. Natürlich, das wäre das total Interessanteste. Es wurde nur die Hälfte seines Artikels zurück. Es wurde erwähnt, dass Nico der Sohn von Anton Weimershaus ist, mit dem Nico im Streit lag. Das kann nur drei sein. Ja. Richtig. So, sind wir jetzt mal mit Emotionen scheiße durch? Ach, jetzt hör doch auf, ey. Woran starb Patrick Graf? Wir kriegen auch immer die besten Fragen. Patrick Graf wurde von seinem Bruder Joe Gardner ermordet. An einem Gehirntumor, an einem Autounfall. Patrick Sehr Graf... Joe Gardner hat den Bruder Patrick Graf... Wir kriegen auch noch die Historie zusammen und die Familienverhältnisse. Und ihr werdet es lieben, ihr da draußen. Herr Wettmann, Patrick Graf wurde von seinem Bruder Joe Gardner ermordet? Okay. Wäre jetzt auch so typisch. Dramatisch wäre jetzt an einem Gehirntumor, ne? Oder der Autounfall. Ja, also, ich... Autounfall geht immer. Wenn er irgendwie eine andere Serie, was weiß ich, beim Theater wieder auftreten muss oder einen Karstadt eröffnen, Autounfall geht immer. Ja, oder ne, wieder so typische, er heiratet fast oder wie auch immer, irgendwas genau. Tolles und dann bumm. Ja, nimm mal einen Autounfall, komm. Wurde doch umgebracht, pass auf. Ja. Joe Gardner, 30 Tote auf der Liste, aber... Müsste man echt mal googeln, wie viele Tote er wirklich auf sein Konto gehen. Wer ist an dem Virus, der im Fasan ausgebrochen war, gestorben? Joe Gardner bestimmt nicht. Joe Gardner und eine Journalistin? Nee. André Seiters und eine Journalistin? Astrid Seiter und ein Basketballspieler? Bestimmt nicht. Nur die Journalistin, komm. Das war richtig.
So, jetzt weg mit. Oh. Gab's einen Resident Evil-Ausbruch dort? Welche Konsequenz hatte der tagelange unfreundliche Aufenthalt im Bunker? Für eine Liebesbeziehung von Cora Hinze und Nico A. Weimershaus. Die waren im Bunker. Hat Cora mit dem ganzen Cast rumgemacht? Ich glaube ja. Die beiden trennten sich vorübergehend. Die beiden feierten Verlobung aus Freude über die Rettung und die gemeinsame Zukunft. Cora war schwanger. Der Cora war schwanger wäre ja auch so typisch. Ja. Komm, Mama Cora war schwanger. Nee. Oh. Gibt es noch andere Kategorien? Nein. Aus welchem Grund kehrte Peter Becker nach Deutschland zurück? Geldsorgen. Weil seine Mutter Elisabeth Meinert an Krebs erkrankt war, weil er eine Erbschaft von seinem verstorbenen Pflegevater antreten wollte, weil sein Visum für den Aufenthalt in Australien abgelaufen war. Die Erbschaft ist doch schön, oder? Erbschaft klingt schön. Nö, natürlich nicht. Schade. Natürlich nicht. Das langweiligste, das Visum oder was? Aber wir machen nochmal weiter mit Emotionen und... Das Spiel ist doch kaputt. Wie viele Geschwister hat Ria Harder? Alle. Pff. 4. 2 Brüder und 2 Schwestern. 3. 2 ältere Schwestern und 1 Stiefbruder. 2. 2 jüngere Schwestern. Ich würde sagen eher 3. Stiefbruder. Richtig. Ist meistens eine böse, ja. Richtig. Ich wette, der Stiefbruder ist ein Arsch. Oh, frech und fatal. Mal was ganz anderes. So, wer hat sich auf einer Halloween-Party als Vampir verkleidet? Papi. Cora oder so. Ricky Marquardt, Alex Hinze, Nico A. Weimershaus. Ja. Ich, irgendwie sagt mein Gefühl Ricky. Richtig! Du bist der Beste. Weiß ich, danke. Das ist ein bisschen komisch, dass ich gerade stolz drauf bin. Von wem stammt das Zitat, du kannst ja nicht mal ein Mikro von einem Dio-Roller unterscheiden? Das könnte auch von Dieter Bohlen stammen, aber... Mari Balzer, Philipp Krüger, Kai Scholl. Wo ist Joe Gerner? Ich hätte gern einen potenziellen Bösewicht hier. Boah, ich sag Mama Kai Scholl. Klingt nach dem Arsch. Yes! Ja. Oh. Vor allem brauchen wir eigentlich nur noch die beiden Punkte, die uns fehlen, oder was? Wer kämpfte neben Kai... Das hatten wir schon. Also, wen hatten wir beim letzten Mal? Cora hatten wir, oder was, ne? Cora war es nicht. Ich sagte Perdita dann, bitte. Richtig! Mhm. Da freut sich auch der Kiran. Der alte Schlaumeier. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt gerade 38 Minuten. Ich würde sagen, wir machen das noch 7. Dann haben wir genau 45 Minuten von diesem Meisterwerk. Und ja. Dann gibt's noch auf jeden Fall noch mal ein anderes Video. Sonst bist du der Meinung, das war ja nur Scheiße. Der Kira ist der super. Meinung, das ist nur Scheiße. Ich bin der Meinung, es ist nur Scheiße. Aber RTL meint, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Quiz, ist das, was ihr jetzt kaufen solltet. Ich frage jetzt mal für einen Freund, läuft die Scheiße immer noch? Das weiß ich echt nicht. Kannst aber mal googeln. Also unter uns auf jeden Fall, meine Mutter ist unter uns Fan, deswegen. Der hat also aber egal. Mach mal eben das mal. Welches makabere Geschenk sandte... Welches makabere Geschenk sandte der südamerikanische Mafia-Boss Carlos, der natürlich so heißt, an Leon Moreno, den Liebhaber seiner Frau Perdita? Wer weiß es nicht. Also ich nicht. Hey, aber Pferdekopf?
ein Kleid, das von Perdidas Blut getränkt war, ein Abschiedsbrief von Perdita, der sie vom Selbstmord geschrieben hatte, Perditas blutiger Schal. Boah, übelst wär mit dem Kleid, mach dem Kleid, komm, wenn schon richtig Arsch. Nein! Schade. Noch 5 Minuten. Und endlich wieder Emotion und Eifersucht. Weil das hat der High Red Sogum Lord lange drauf gewartet. Wem galt eigentlich der Sprengsatz am Auto, durch den Iris Gundlach starb? Wahrscheinlich Joe Gerner, wie immer. Ja. Heiko Richter, Armin Braun, Tobias Gericke. Nein, Heiko? Oh, nimm mal Heiko Richter, komm. Richtig! Die wollten Arne Elsholz sprengen? Deswegen ist er ja auch beim Kanufahrt gestorben. Das ist so geil. Von Stauffenberg zu Arne Elsholz. Ein kurzer Schritt. Mit wem betrug Peter Becker seine Freundin Barbara Graf? Das sind auch interessante Namen aus der Tenniswelt, aber... Mein Gott. Mit Flo Spira, mit der Kunststudentin Lara Kelm, mit Franziska Bohlstedt. Der High Red Sogum Lord konnte ein Vote dazu machen, aber ich glaube, der würde mich jetzt schlagen, wenn ich jetzt auf die Idee komme. Ich sag mal die Franzi, komm. Nein! So eine Scheiße. Sei aber kurz davor jetzt. Nochmal Emotion und Eifersucht. Mit wem hatte Kim Scheele, den hatten wir noch gar nicht, eine Affäre, während sie mit Charlie Firek zusammen war? Robert König, Claudius Mohr, Leon Moreno. Da sind ja 500.000 Darsteller. Ich meine, gut, das lief ja 20.000 Jahre, aber grenzenlos gute Namen. Ich würde sagen Claudius, den hat man noch nicht. Meine ich. Nein! Warum nicht? Weil nicht. Der war in einer anderen Season. Der war schon nach dem Kanu. Und dem Sprengstoffattentat. Warum wurde Charlie Firek von Dorothea Thalberg erschossen? Ja, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, weil sie es konnte. Ja, wollte ich gerade sagen, weil sie abgedrückt hat? Weil sie sich an Katja Wettstein rächen wollte. Weil man ihn berauben wollte. Weil er bei der Gerichtsverhandlung über Oliver Thalbergs Tod freigesprochen wurde. Das klingt dramatisch, macht die Dritte. Natürlich. Das ist schon fast Punisher-like. So. Weil sie keine Montage mochte. Ne, Montage. Montage. Geil. Ah. Das war, warum das schon wieder? Das hatten wir gerade auch schon. So, dann machen wir jetzt eine andere Antwort. Oh, was war das? Was war doch mal die falsche da? Nee, hatten wir noch. Hä? Hatten wir gerade eben noch, oder nicht? Richtig. Zweimal dieselbe Frage. Wir sind durch? Oh, mal was anderes. Schwerermut und Schicksal. Warum konnten sich Silke Walzer und Nathalie Jäger gegenseitig zuerst nicht ausstehen? Weiber. Oh Gott. Silke stieß mit Nathalie auf dem Flur des Krankenhauses zusammen und die beiden gerieten in Streit, was ja so normal ist. Nathalie war in Daniels Ball unfreundlich und ungeduldig, als sie Silkes Extrawünsche äußerte. Silke und Nathalie begegnen sich zum ersten Mal als Unfallgegner beim Auto. Natürlich. Das wär so... Natürlich. Nee, tatsächlich nicht. Oh, schade. Weißt du, dass wir die bessere Serie schreiben könnten? Geil, Weiber, lach, du weißt, wie umgeschlossen. Ja, aber gegen Gott, das ist das Typische. Warum? Jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit, ja? Okay, warum ließ Saskia Rother ihre Hochzeit mit Tom Lehmann, haben wir beide noch nicht, vor dem Altar platzen? Wegen Cora Heinze. Kurz vor der Trauung erfuhr Saskia von ihrer unheilbaren Krankheit. Wäre typisch. Kurz vor der Trauung erfuhr Saskia von der Affäre zwischen Tom Lehmann und Miller Engel. Okay. Saskia entdeckte plötzlich starke Gefühle für ihre Freundin Harumi Shinomitsu. Natürlich. Okay, das gucke ich mal. Wer ist Harumi? Warte, jetzt bin ich neugierig. Shimitsu.
Also, das ist natürlich, da wir ja hier einen Chat haben, ist das natürlich die Antwort, die wir haben wollen für die Quote. Warte, ganz kurz. Shimizu, okay. Ist das nicht eine Massageart? Aber. Nee, ist Shiatsu, ne? Aber gut, ja. Ist auch nicht Sashimi. Nimm das mit Shimizu, komm, nimm mal mit Shimizu. Ja, natürlich. Natürlich. For the play. Wir könnten das bessere Drehbuch schreiben. So, letzte Frage. Komm. Frech und fatal, das passt doch. Was versucht Ricky Marquardt vergeblich, um die Tonbänder zu bekommen, die beweisen sollten, dass er keine Affäre mit, wer auch immer, Elvira Kuhn hatte? Natürlich, klar. Er engagiert einen Einbrecher, der in Joe Gerners Wohnung einbricht. Er bricht in Joe Gerners Wohnung ein. Er bricht mit Kai Scholl in Joe Gerners Wohnung ein. Ich vermute, er ging in die Wohnung von Joe Gerner. Ich hab da so ein Gefühl. So, bitte, jetzt bitte mal hier. Du hast. Ich glaube, er bricht in Joe Gerners Wohnung ein. Ja, natürlich. Und wurde er wahrscheinlich auch noch geschnappt. Nein, hat er nicht. Ja, dann vielleicht mit Kai eher. Oder er hat noch andere Leute betrogen und es war doch wieder Cora Heinze. So, das machen wir jetzt nicht nochmal. Was für eine Idee für die Natalimo-Präsentation? Was? Natalimo-Präsentation? Was ist das denn? Das will ich jetzt noch wissen von euch, Chat. Was ist das? Natalimo-Präsentation. Warte mal, was kommt denn als Antwort raus? Ja. Von einem chinesischen Künstler probiert, vom indischen Künstler? Ist mir alles egal. Okay. Da. Komm, die haben wir noch nicht. Komm, vielleicht schaffen wir die noch. Komm, den blauen haben wir noch nicht. Wie ist der Künstlername von Herrn Biedermann? Ich hab keine Ahnung. Janett? Das wäre passend. Carlos Gundermund, Ron Pettymann, Joe Casablanca. Joe Casablanca, komm. Das ist dann, so scheiße. Dann schließen wir den Scheiß. Nein, ist auch falsch. Okay, danke, das war's. So, komm, mach wieder Emotionen und Dingenskirchen. Wir sind raus. Achso, ich muss was drücken? Ich wollte beenden. Schwere Muten, hast du ihn gesehen, haben wir schon. So. Ja, das war das gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Wir haben neue Fans im Chat, die finden das super. Ich denke, ich werde das nochmal auspacken. Ich werde das auf jeden Fall als Longplay machen und durchspielen. Ganz kurz bei der Frage jetzt, ne? Erklärt sich das, wem Joe Gerner geholfen hat? Mal gucken, meinst du, das passt? Ja, weiß nicht, da kam nur diese Frage, wer Joe Gerner doch geholfen hat. Und dann hat sich doch gesagt, Kai. Also ist dann hier Leukämie also, oder was? Ja. Ja, bestimmt irgendwas. Ja, ja. Deswegen, dann passt das vorhin. Okay, jetzt nochmal abschließen. Komm, vielleicht noch Hobby und Handwerk. Das ist, wenn wir schon diese Kategorie haben, das ist ja vielleicht noch ein Schicksal. Wo wollte Peter Becker seine erste Ausstellung in Deutschland veranstalten? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn? Berlin. In Daniels, im Deutschen Museum München. In Daniels, komm. Nimm Daniels. Hör mal. In Daniels spielst du das ganze Leben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese scheiß Pinkkacke kriegen, dann wären wir durch. Warte mal, pass auf. Ich mach das mal eben. Mach mal eben, dein Chat regt sich gleich auf. So, Liebe und Leidenschaft. Haben wir jetzt gewonnen? Exakt. Ist mir egal. Blablabla. Ich brauch das, was wir brauchen. Nein, ist mir egal. Ich brauch die letzte Kategorie. Trick und Trug, danke. So, ich setze ein Safe. Ich setze es safe, dann kriegen wir es auch richtig beantwortet. Und dann müssten wir durch sein. Wer Foto ist mir völlig egal.
Nein! Als Zuhälter, Freddy! Völlig egal, geil. Völlig egal. Zack. Nochmal. Ja. Zuhälter Freddy. Auch nicht. Also die letzte Antwort. Na, komm. Zack. Na, komm. Yes! So, jetzt haben wir alles. Gib ihm. Yes! 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 Masterfrage. So, ich speichere nochmal. Wir haben es jetzt fertig. Die 5 Sekunden haben wir jetzt auch noch. Ah. Oh, nee. Was will der jetzt von uns? Was? In welchem Jahr stiegen folgende Schauspieler GCS 3? Ralf Benson. 96? 97? 96. Oh, 96, komm. Okay, war falsch. Okay, das ging ja flott. Oh, weiter so. Okay. Ich spiele das jetzt einfach mal kurz durch. Ich spiele mal eben kurz durch. So. Ich mache jetzt einfach irgendwelche... Ich meine, das ist die letzte Geschichte, dann sind wir fertig. Dann brauche ich das nie wieder machen. Gibt's ein Achievement? Ich kriege ein Achievement, glaube ich. So, wie lange muss ich das jetzt machen? Bis du alles richtig hast. Bist du sicher? Yes! Aber die sind ganz schön am Dissen hier, der Chat. Aber der Kiran hat recht. So, der Kiran, was der Kiran nicht weiß und der... Hi, Retrogon auch nicht. Wir haben natürlich jetzt, wir haben das nicht ohne Grund durchgespielt. Ne? Also erstmal wieder sind wir auf Platz 1. So viel Scheiße ist gelaufen hier, ja? Und so viel Scheiße ist auf deinem Kanal gelaufen. Ohne Witz über die ganzen Jahre, ne? Und, da, und heute riecht man sich übelst auf. Also, die Leute lieben es. Die Leute lieben es doch. So, wir haben jetzt sozusagen den normalen Modus durchgespielt. Habt ihr Bock auf den Hard Mode? Also es gibt von natürlich hier mit der Tastenkombination den gute Zeiten, schlechte Zeiten, Quiz Plus Modus. Und den sollten wir eigentlich entgehen lassen. So, wir machen jetzt noch den Zweispieler-Modus, denke ich. Nein, das machen wir nicht. So, das war das gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz und wir haben es durchgespielt. Also, ich gebe dir jetzt virtuell die Hand. Danke. Und ich sage dem Chat, es waren nur 52 Minuten eurer Lebenszeit. Habt euch doch nie so. Also, wer jetzt abonnieren, kommentieren möchte, zu Recht, jetzt die Chance. Ja, nur. Ja, manche sagten, es fühlte sich an wie 53 Minuten, das wäre aber gelogen. Also, das ist... Wir wollen ja nicht übertreiben. So. Ich brauche das nie wieder machen, weißt du das? Ich meine, denen da draußen erzähle ich das nicht, weil die kann ich jetzt immer bedrohen, dass ich das dann wieder auspacke. Aber ich mache das nie wieder. Ich bin doch nicht bescheuert. Natürlich nicht. So, meine Damen und Herren. Also, der Mann, der Codename Iceman, Uffi und Ningenskirchen, hat jetzt ein neues Achievement. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Finished. So, next. Und du hast es auch geschafft. Also dir ist auch klar, du kannst Moment. Jetzt auf deine Liste... Moment, High Retro Game Lord. Moment, Moment. Ihr wart dabei, als der Lars Metal Gear gezockt hat. Die PC-Version und die NES-Version. Dagegen war jetzt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Eine reine Wonne. Das Spiel hat wenigstens funktioniert. Die Leute haben teilweise 13 Stunden Codename Iceman gesehen, wo ich unter anderem ungefähr 53 Minuten versucht habe, einen russischen Kreuzer zu besiegen. Das war komplett hier 52 Minuten. Die sind einfach verwöhnt. Weißt du? Ja, das ist so, das ist das, von dem Olaf Scholz redet. Das ist die Generation, die muss sie auch mal auf die Hinterbeine. Dann ihre Skandale selber vergessen und dann dementsprechend auch mal was wieder Neues machen. So, next.
Oder willst du noch eine Runde? Nee. Okay, dann würde ich sagen, das war gute Zeit. Wenn der kein Leben hat, will er das bisschen wenig Leben, was er nicht hat, noch behalten. Danke. So, kommen wir noch mal zum anderen Rauschmeißer. Bis dann. Ciao.